Hello, my name is Jerry Hang. And I'm here as an exchange student. And I'm here for. Ich bin hier, um mir viele internationale Freunde zu machen und um die deutsche Sprache zu lernen. Make a lot of friends, international friends, and to learn German or German language and culture. Jay, du hast im Interview gesagt, du hast in Südkorea Germanistik und ein bisschen Englisch gelernt. Was fasziniert dich an diesen zwei Sprachen? It's very interesting that actually English and German is. Ich finde es sehr interessant, dass Deutsch und Englisch eigentlich sehr miteinander verwandt sind. Zumindest denke ich das. Und same commonness. So it's not so. Es gibt aber auch hier und da große Unterschiede. In meiner Zeit, wo ich hier schon verbringen konnte, ist mir durchaus bewusst worden, dass die deutsche Sprache hier in Europa eigentlich sehr gern gesprochen wird, auch außerhalb von Deutschland. Wie du ja weißt, ist ja vor einiger Woche der nordkoreanische Diktator Kim Jong-il gestorben. Samt von ihm hat jetzt sein Sohn übernommen, der Kim Jong-un. Was denkst du, wird sich da, was Außenpolitik zu Südkorea anbetrifft, wird sich da vielleicht was ändern, wenn da endlich mal Grenzen aufgehen, wird sich Süd- und Nordkorea da mal vereinen? Leider Gottes glaube ich nicht, dass es zwischen Südkorea und Nordkorea in nächster Zeit eine Annäherung geben wird. Wenn man sich das so anschaut, ist der neue Machthaber, der Nachfolger von Kim Jong-il, der Kim Jong-un, kein Deutsch besser, was Außenpolitik anbelangt. Und deshalb denke ich, wird sich da erst vielleicht mit dem nächsten Diktator, wenn es dann einen noch gibt, vielleicht was ändern. Aber das wird einige Zeit noch brauchen. Hast du als Südkoreaner schon mal die Möglichkeit gehabt, an die Grenze zur Nordkorea zu gehen? Yes, I had. Yes, I did. Ja, ich war in der Nähe zur Grenze zu Nordkorea, denn es ist so, hier in Südkorea müssen die Leute mindestens 2 Jahre ins Militär. Und als ich ein junger Mann war und dem Militär diente, war ich an der Grenze stationiert. Have an opportunity to be there. Jerry, du bist schon seit einigen Monaten da bei uns in Liechtenstein. Was gefällt dir da so? Also was ich bei den Liechtensteinern mag, ist die Freundlichkeit und vor allem die Offenheit. Die kennt man so bei uns in Südkorea nicht. In Südkorea ist es so, also ich komme ja aus einer Großstadt und da ist es so, auch wenn man im selben Haus wohnt und auf dem selben Flur, es ist so, dass es man kennt sich dort nicht. Man ist sind lauter Fremde unter Fremden. So it's like we don't know each other, even we live nearby, but maybe in this country people. Und Liechtenstein ist es wirklich so. Zumindest glaube ich das. Dass sich da wirklich jeder kennt. Und das ist genau das, was mich sehr interessiert und auch fasziniert. Also interesting and yeah, very, I think it's very good thing.